sind. Der türkische Präsident Erdogan ruft zum Boykott französischer Produkte auf. Seine Nation solle französisch gekennzeichnete Waren nicht mehr kaufen, forderte er in einer Ansprache im türkischen Fernsehen. Frankreichs Präsident Macron hatte bei einer Gedenkfeier zu Ehren des getöteten Lehrers Samuel Paty Mohammed-Karikaturen als Zeichen der Meinungsfreiheit verteidigt. Paty hatte Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt und war anschließend auf offener Straße ermordet worden.